Die Schwiegermutter kommt unangekündigt zu Besuch, schnell der Griff zum Fertigkuchen. Doch was steckt wirklich unter der Schokoglasur? Lege packt aus und offenbart die Tricks der Kuchenindustrie. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Kuchen gemacht. Natürlich nicht. Ich hasse Backen. Ich gehe in den Supermarkt, greife ins Regal, zack, Marmorkuchen fertig. Naja. Das ist eher so ein Modell, Schwiegermutter kommt, oder? Fertigkuchen aus dem Regal, für viele Backmuffel eine beliebte Alternative. Der Klassiker, Marmorkuchen mit Schokoüberzug. Die Kuchen sind immer saftig und das für eine ziemlich lange Zeit. Ungekühlter Kuchen. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, wie lange der hier haltbar ist. Das interessiert mich nämlich sehr. Ja, der hat noch ein paar Monate, ne? Die Kuchen enthalten Mehl und Zucker. Für die lange Haltbarkeit von 3 bis 5 Monaten werden auch viele Zusatzstoffe eingesetzt. Junge, 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 Junge. Die wichtigste Zutat für einen guten Marmorkuchen fehlt. Dass da keine Schokolade drin ist, wissen wir doch alle, oder nicht? Deshalb hat der Kuchen auch eine ganz besondere Verkehrsbezeichnung. Unser Marmorkuchen mit kakaohaltiger Fettglasur, keine Schokolade. Schokolade ist Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, kanchiert. Und so ein aufwendiges Produkt ist natürlich teuer. Kakaohaltige Fettglasur ist dagegen billig. Lege packt aus. Mit so einem Teil sagst du, glaube ich, den lieben Gästen, schön, dass du da warst, aber brauchst auch nicht wiederkommen. Der Profi testet Geruch. Boah, der riecht aber sprittig. Aussehen. Hier kann man auch schon sehen, wie der produziert wird. Hier wird eine Masse reingespritzt, das ist ein Zwei-Düsen-System. Und Geschmack. Schmeckt nach Marmorkuchen, ne? Aber auch extrem intensiv, extrem künstlich. Ein Kuchen überrascht. Mit fettarmen Kakaopulver überzogen, mit 10% Zartbitterschokolade. Also hier ist ja sogar noch mal Schokolade drin. Der Kuchen soll lange frisch und saftig bleiben. Dafür setzt die Industrie auf ganz besondere Backzutaten. Erste Zutat ist Zucker für die Haltbarkeit. Schön Glycerin, hält das schön feucht. Das schmeckt besser. Das schmeckt nicht so alkoholisch. Schmeckt das Stückchen hier nach Schokolade und das andere nach Vanille? Mir schmeckt beides gleich. Es ist eben Kuchen. Ich mag keinen Kuchen. Nur mal ein kurzer Vergleich. So viel Zucker ist nötig, damit so ein bisschen Kuchen so lange haltbar ist. Ja, das ist die Originalmenge. Zu viel Zucker ist ungesund und im Fertigmarmorkuchen steckt eine ganze Menge. Fast ein Drittel. In den meisten Fertigmarmorkuchen finden sich um die 30 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das alles wird benötigt, um einen Kuchen herzustellen. Ja, jetzt stellt man sich das mal so vor. Man kommt nach Hause, man will schnell einen Kuchen backen und dann sitzt er erstmal wie so ein Laborant. Los geht's mit der günstigen Lieblingszutat der Lebensmittelindustrie. Wasser. Dann nehmen wir noch ein bisschen Volleipulver. Ja, Eier aufschlagen wäre viel zu umständlich. Volleipulver, super lange haltbar, Flüssigkeit wurde entzogen und perfekt dosierbar auch. Zack. Dann ein bisschen Zucker. Und das ist noch nicht mal die komplette Menge. Sebastian Lege vermengt Wasser, Eipulver und Zucker. Jetzt kommen alle anderen Zutaten. Dieser Rührkuchen mit der kakaohaltigen Fettglasur ist ja immer so schön gelb. Wo wir denken, oh, frische Eier, gutes Eigelb, ein bisschen Vanille. Beta-Carotin. Farbe aus Möhrchen. Es folgen Stabilisatoren, Emulgatoren, Konservierungsstoffe, Backtriebmittel und eine Prise Salz. Fehlt noch die Butter im Kuchen. Natürlich keine echte Butter. Jetzt zeige ich euch einen Trick.
Eben hatte ich Beta-Carotin, jetzt habe ich Butteraroma, jetzt habe ich Palmfett. Und zack, ich habe Butter gemacht. Fett, Farbe, Geschmack. Butter. Sorbit sorgt für die lange Haltbarkeit. Der Stoff bindet Feuchtigkeit. Oh, es klebt ja noch. Junge. Neben Mehl und Glukose kommt jetzt auch Glycerin dazu. Glycerin ist ein Zuckeralkohol. Ähnlich wie Sorbit bindet er Feuchtigkeit und sorgt so dafür, dass Lebensmittel saftig bleiben. Jetzt wird noch mal gerührt beim Rührkuchen, ne? Gerührt! Perfekt! Sebastian Lege teilt den Teig auf. Denn eine Hälfte bleibt hell, die andere färbt er ein. Hier habe ich ein bisschen Schokoladenaroma und hier Kakaopulver. So entsteht günstiger Schokoteig. Und so sind 2 Tage fertig. Für den typischen Marmorkuchen-Look spritzt Sebastian Lege die beiden Teigteile nacheinander in eine Form. Ja, und das Ganze funktioniert im Originalen. Natürlich automatisch und klack, klack, klack. Richtig schnell. Erst der helle Teig und dann die mit Kakaopulver gefärbte dunkle Masse. Jetzt in den Backofen. Fehlt noch das Markenzeichen fast aller Fertigkuchen. Die kakaohaltige Fettglasur. Schokolade braucht Sebastian Lege dafür nicht. Von der ist auf der Verpackung auch nirgendwo die Rede. Und das hat seinen Grund. Die Bezeichnung eines Lebensmittels muss es genau beschreiben. Und man sieht hier ganz kreativ, wie Herstellerinnen und Hersteller mit diesen Bezeichnungen auch wirklich tricksen. Hier ist kein Wort Schokolade enthalten. Damit auf einem Produkt Schokolade stehen darf, muss es teure Kakaobutter enthalten. Kakaohaltige Fettglasur besteht aus ungesünderem Fett. Palmfett. Schön viel gesättigte Fettsäuren essen. Und die Arterien werden sich freuen. Dazu kommen erneut Zucker und Kakaopulver. Fertig ist der Schokoladenersatz. Ganz ohne Kakaobutter. Da kann man auch schön mit sparen. Das heißt, auch prozentual ist hier super wenig drin, weil Kakao ist ja teuer. Der Emulgator Lecithin verbindet die Zutaten. Es entsteht eine einheitliche Glasur. Und wir denken, oh, leckerer Rührkuchen mit knackiger Schokoladenschicht. Pustekuchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Jo, fertig. Kuchen ist auch soweit. Gucken wir schnell raus. Yes! Haha, da ist er. Die kleine Maus. Der muss ein bisschen abkühlen. Und dann bekommt er seine Fett-Kakao-Glasur. Weil echte Kuvertüre ist das auf gar keinen Fall. So, Kuchen ist kalt. Und die Glasur warm. Ah ja, schön 38 Grad, perfekt. Ach, wie schön das glänzt. Und jeder denkt, Schokolade. In der Industrie laufen die Kuchen auf einem Band durch die Glasur. Ein gleichmäßiger Überzug entsteht. Ja, habe ich auch nicht. Ich kipp so rüber. Spannung steigt. Sebastian Leges Marmorkuchen glänzt mit seiner kakaohaltigen Fettglasur. Ganz ohne Schokolade. Guck mal an, da ist er doch, der Rührkuchen. Optisch hat der Produktentwickler das Vorbild perfekt getroffen. Einen Marmorkuchen mit schokofarbenem Überzug und monatelang haltbar. Ich werd damit nicht warm, ne? Vor allem, hier schmeckt auch dunkel wie hell genauso. So ein Kuchen ist echt nur für ungebetene Gäste, oder? Weil hat das noch was mit Kuchen zu tun? Keine frischen Eier, keine echte Butter, keine echte Schokolade? Aroma? Nee, den lasse ich hier. Die Kuchen bestehen aus günstigen Zutaten, kosten aber viel. 1 Kilo vom Marktführer Balsen kostet mehr als 6 Euro. Ein Tipp.
Die Discounter-Version von Rewe kostet nur die Hälfte und enthält sogar echte Schokolade.